Es ist der 28. Juli 1940, Salzburg, Österreich. Kurz nach dem Fall Frankreichs und während der drohenden Niederlage des Vereinigten Königreichs, als ein Sieg Deutschlands wahrscheinlich erschien, organisierte der deutsche Diktator Adolf Hitler eine Konferenz mit slowakischen Politikern, um die günstigen Bedingungen zu nutzen, den Anschluss der gemäßigten Fraktion aus der slowakischen Regierung zu fordern und sie durch Mitglieder des pro-deutschen radikalen Zweigs zu ersetzen. Der Führer deutet an, dass im Falle von Nichtbefolgung der slowakische Staat der Gnade Ungarns überlassen werde, da man die Schutzgarantien, die der Slowakei ein Jahr zuvor von Deutschland gewährt wurden, zurückziehen würde. Die Slowaken fügten sich dem deutschen Ultimatum. Bei der Salzburger Konferenz wird der radikale Flügel vom slowakischen Premierminister vertreten, der zwei Jahre später, zwischen März und Oktober 1942, die treibende Kraft hinter der Deportation von 58.000 slowakischen Juden in Nazi-Konzentrationslager im von Deutschland besetzten Polen sein wird, wo fast alle von ihnen getötet werden. Sein Name ist Wojciech Tuka. Wojciech Tuka, Sohn des Lehrers Anton Tuka und seiner Frau Helena, wurde am 4. Juli 1880 in Piark, heute Stiawnickie Bane, damals Teil des Kaiserreichs Österreich-Ungarn, geboren. Der junge Wojciech war ein Schützling von Ferdinand Coburg, Kronprinz und später Zar von Bulgarien, der große Ländereien in der Gegend von Stiawnickie Bane besaß, wo Tuka lebte. Tuka wurde auch Lehrer des Zaren und Thronfolgers Boris III. Ferdinand Coburg ermöglichte es Tuka, in Budapest Jura zu studieren und finanzierte ihm später seine Studien in Paris und Berlin. 1901 promovierte Tuka zum Doktor der Rechtswissenschaften und wurde der jüngste Professor im Königreich Ungarn. Er lehrte Recht in Bécs und von 1914 bis 1919 an der Elisabethanischen Universität in Bratislava. Am 28. Oktober 1918 erklärte der tschechoslowakische Nationalrat in Prag die Unabhängigkeit der Tschechoslowakei. Die Tschechoslowakei umfasste die tschechischen Provinzen Böhmen und Mähren, die Slowakei, im Osten die subkarpatische Rus und Teile des österreichischen Schlesiens. 50% der tschechoslowakischen Bevölkerung waren Tschechen. Deutsche machten 22%, Slowaken 16% aus. Der Rest war zusammengesetzt aus Ungarn, Polen, Hebräisch und Jiddischsprachigen. 1922 trat Wojciech Tuka der Slowakischen Volkspartei bei, einer rechtsradikalen, klerikal-faschistischen Partei mit autoritärer Ideologie. Gegründet wurde die Partei 1913 von Andrej Hlinka, einem slowakischen katholischen Priester. Nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie nach dem Ersten Weltkrieg und der Gründung der Tschechoslowakei 1918 wandte sich Andrej Hlinka gegen den Tschechoslowakismus, der den Austausch zwischen Tschechen und Slowaken betonte und forderte die slowakische Unabhängigkeit. Wojciech Tuka, der die Unabhängigkeit der Slowakei unterstützte, stieg schnell zu einem der Parteiführer auf und gründete 1923 die Organisation Rodobrana oder Heimatschutz, die der paramilitärische Arm der Slowakischen Volkspartei werden sollte und der Vorgänger der Hlinka-Garde war, die für ihre Beteiligung am Holocaust in der Slowakei bekannt wurde, weil ihre Mitglieder sich jüdisches Eigentum aneigneten und die Juden für die Deportationen 1942 sammelten und zusammentrieben. Zwischen 1925 und 1929 vertrat Tuka die Hlinka Slowakische Volkspartei in der Nationalversammlung in Prag. Am 1. Januar 1928 veröffentlichte Tuka einen Artikel mit dem Titel Vacuum Judis, in dem er behauptete, dass es einen unterdrückten Anhang zur Deklaration von Martin vom 30. Oktober 1918 gegeben habe, der Unabhängigkeitserklärung gegenüber Österreich-Ungarn, die die Vereinigung der Slowakei mit den tschechischen Ländern als Teil des neuen Staates Tschechoslowakei vorsah. In diesem hieß es laut Tuka, dass die Erklärung vereinbarungsgemäß nur 10 Jahre gültig sein sollte und nach dem 30. Oktober 1928 die Slowakei nicht mehr von Prag regiert werden würde. Ziel dieses Artikels war, die radikalen Autonomisten in Hlinkas Slowakischer Volkspartei zu aktivieren. Doch Tuka wurde seine parlamentarische Immunität entzogen, er wurde verhaftet und in Bratislava inhaftiert. Beim Prozess im Oktober 1929, der im In- und Ausland heftige Reaktionen auslöste, wurde er für schuldig befunden und zu 15 Jahren Haft für Verrat und bezahlter Spionage zu Kosten Ungarns verurteilt.
1933 kamen Adolf Hitler und die NSDAP in Deutschland an die Macht. Das Nazi-Regime begann nicht nur Bürger- und Menschenrechte von Juden einzuschränken und die ersten Konzentrationslager zu errichten, sie verlangten auch die Rückkehr des Sudetenlandes ins Deutsche Reich. Das Sudetenland war eine Grenzregion der Tschechoslowakei, in der vor allem die ethnisch deutsche Bevölkerung lebte. Dort befanden sich auch die Verteidigungsstellen der tschechoslowakischen Armee im Falle eines Krieges mit Deutschland. Als Adolf Hitler im Verlauf von nur 3 Tagen zwischen dem 11. und 13. März 1938 Österreich als Bundesland dem Deutschen Reich einverleibte, ermutigte ihn das Versäumnis der britischen und französischen Regierungen, gegen ihn wegen der Verletzung des Versailler Vertrages vorzugehen, zu weiteren Aggressionen. Im Spätsommer 1938 drohte Hitler mit einem Krieg in Europa, wenn das Sudetenland nicht an Deutschland abgetreten würde. Die Staats- und Regierungschefs von Großbritannien, Frankreich, Italien und Deutschland hielten am 29. und 30. September 1938 eine Konferenz in München ab. Im sogenannten Münchner Abkommen stimmten sie der deutschen Annexion des Sudetenlandes im Austausch für eine Friedenszusage Hitlers zu. Die Tschechoslowaken waren zu dieser Konferenz nicht einmal eingeladen und fühlten sich von der französischen und britischen Regierung verraten. Am 30. September 1938 gab der britische Premierminister Neville Chamberlain nach seiner Rückkehr aus München eine Erklärung zum Frieden für unsere Zeit ab und glaubte, den Krieg verhindert zu haben. Doch dieser Frieden würde nicht lange andauern. Als Ergebnis des Münchner Abkommens trat die tschechoslowakische Regierung zurück, Präsident Beneš floh nach Frankreich und der Slowakei wurde größere Autonomie zugesprochen. Zu dieser Zeit war Wojciech Tuka schon wieder ein freier Mann. 1937 aus dem Gefängnis in den Hausarrest entlassen, fungierte Tuka, der ein großer Befürworter einer unabhängigen Slowakei war, als Anführer des rechtsextremen pro-deutschen Flügels der Hlinka Slowakische Partei, ursprünglich Slowakische Volkspartei, die damals unter der Führung des katholischen Priesters Andrej Hlinka war. Hlinka war im August 1938 gestorben, nur ein paar Wochen vor der Münchner Konferenz, und sein Platz wurde von Josef Tiso eingenommen, ebenfalls ein slowakischer Priester. Im Spätherbst 1938 setzte sich Tuka bereits voller Inbrunst für die slowakische Unabhängigkeit ein. In einem Grußtelegramm an Adolf Hitler bot er ihm sogar das Militärbündnis für die Verteidigung und Unterstützung der europäischen Zivilisation an. Am 12. Februar 1939 besuchte Tuka den Führer und erklärte, ohne irgendeine verfassungsmäßige Funktion, ein Beglaubigungsschreiben oder eine Ermächtigung zu besitzen, dass das Schicksal der slowakischen Nation in Hitlers Händen liege. Am 9. März 1939 rückten tschechische Truppen in die Slowakei ein und reagierten damit auf die radikalen Unabhängigkeitsforderungen der slowakischen Agitatoren, darunter auch Wojciech Tuka. Am 13. März nutzte Adolf Hitler diesen sogenannten Homolov-Putsch, woraufhin Josef Tiso, der von den tschechischen Truppen abgesetzte slowakische Ex-Premierminister und katholische Priester, am 14. März durch einen Beschluss der slowakischen Nationalversammlung die Unabhängigkeit der Slowakei erklärte. Einen Tag später, am 15. März, überfiel und besetzte Nazi-Deutschland die tschechischen Provinzen Böhmen und Mähren, was einen eklatanten Verstoß gegen das Münchner Abkommen darstellte. Tiso wurde am 14. März 1939 Premierminister des neuen slowakischen Staates und nachdem er am 26. Oktober 1939 zum slowakischen Präsidenten gewählt wurde, ernannte er Tuka sofort als Premierminister. Die Slowakei wurde zu einem nationalsozialistischen Marionettenstaat, dessen Anhänger eine faschistische, autoritäre Einparteiendiktatur errichteten, die in ihrer Innenpolitik stark von der separatistischen, katholisch-klerikalen Hierarchie beeinflusst wurde und eng mit Nazi-Deutschland zusammenarbeitete. Die Regierungspartei war Hlinka Slowakische Volkspartei. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall auf Polen. Im April 1940 trat das erste Arisierungsgesetz in Kraft, welches die Beschlagnahmung des jüdischen Eigentums und den Ausschluss der Juden aus der Wirtschaft vorsah. Dies wurde mit dem Stereotyp gerechtfertigt und durch Propaganda verstärkt, dass die Juden ihren Wohlstand durch die Unterdrückung von Slowaken erlangt hätten. Mitte Juli 1940 lud Hitler Tiso, Tuka und Alexander Mach, den Kommandanten der paramilitärischen Hlinka-Garde, zu einem Gipfeltreffen in Salzburg ein.
Es fand in einer ruhigeren Phase des Krieges statt, kurz nach dem Fall Frankreichs und als die Niederlage des Vereinigten Königreichs und ein Sieg Nazi-Deutschlands wahrscheinlich schienen. Die militärischen Erfolge stärkten die Verhandlungsposition Deutschlands gegenüber dem viel kleineren Verbündeten. Deutschland forderte den Ausschluss der Nástup-Fraktion aus der Slowakischen Volkspartei und der Regierung, da die Nástup-Fraktion sich gegen die Nachahmung deutscher Politik stellte und auf eine unabhängige slowakische Außenpolitik bestand. Die Deutschen drohten, die Schutzgarantien, die die Slowakei im deutsch-slowakischen Vertrag von 1939 erhalten hatte, einseitig aufzuheben und die Slowakei der Gnade Ungarns auszuliefern. Das Ergebnis war die Zusage der Slowakei zu allen deutschen Forderungen und die Ersetzung aller Nástup-Anhänger durch radikal pro-deutsche Kräfte. Die Konferenz führte auch dazu, dass Wojtech Duka slowakischer Außenminister wurde und der slowakische Staat sich, vor allem in Bezug auf die antijüdischen Maßnahmen, noch stärker an Deutschland annäherte. Ein weiteres Ergebnis der Gespräche in Salzburg, die als Salzburger Diktat bekannt wurden, war die Entsendung verschiedener deutscher Berater in die Slowakei. Einer von ihnen war SS-Hauptsturmführer Dieter Wisliczeni. Gemeinsam mit ihm verfasste Duka das Judengesetzbuch, welches die Regierung Duka am 9. September 1941 verabschiedete. Die Regierungspropaganda prahlte, es sei das strengste antijüdische Gesetzeswerk in Europa. Basierend auf den Nürnberger Gesetzen enthielt es 270 Artikel und war damit länger als die slowakische Verfassung. Dieses Werk verweigerte slowakischen Juden umfassend und systematisch ihre Rechte und schloss sie aus dem öffentlichen Leben aus. Sie durften nur zu bestimmten Zeiten reisen und einkaufen und wurden aus allen Vereinen, Organisationen und öffentlichen Veranstaltungen ausgeschlossen. Es verlangte unter anderem auch von den Juden, einen gelben Stern zu tragen. Sämtliche Schulden bei Juden wurden annulliert und jüdisches Eigentum beschlagnahmt. Als einige Mitglieder der Regierung sich gegen die Einführung des Nationalsozialismus in der Slowakei stellten, sagte Duka: „Ich bin kein Demokrat." Während des Zweiten Weltkriegs gab es zwei große Bündnisse: die Achsenmächte und die alliierten Mächte. Die drei wichtigsten Partner des schließlich als Achsenmächten bekannten Bündnisses waren Deutschland, Italien und Japan. Am 24. November 1940 unterzeichneten Wojtek Duka und Joachim von Ribbentrop, Außenminister von Nazi-Deutschland, ein Protokoll, mit dem die Slowakei ein Bündnis mit Deutschland, Japan und Italien einging. In Erfüllung der Anforderungen der Achsenpartnerschaft beteiligte sich die Slowakei im Juni 1941 am Überfall auf die Sowjetunion und erklärte Großbritannien und den USA im Dezember desselben Jahres den Krieg. Am 6. Juli 1941, kurz nach dem Überfall auf die Sowjetunion, sagte Duka zu slowakischen Soldaten auf dem Weg zur Front: „Ich bin stolz, dass wir dabei helfen, ein neues Europa an der Seite der mächtigsten Armee der Welt zu erschaffen. Die Augen des ganzen Planeten sind auf euch gerichtet. Ihr seid Teil einer breiten internationalen Koalition, die die Werte der westlichen Zivilisation gegen den Terror im Osten verteidigt." Für die slowakischen Juden kam das Schlimmste erst noch. Laut einer Volkszählung vom 15. Dezember 1940 gab es 89.000 Juden in der Slowakei. Im März 1942 unterzeichnete der slowakische Staat ein Abkommen mit Deutschland, das die Deportation der slowakischen Juden erlaubte. Die Slowakei war der erste Staat außerhalb der direkten Kontrolle der Deutschen, der der Deportation seiner jüdischen Bürger zustimmte. Zwischen März und Oktober 1942 wurden 58.000 slowakische Juden in eigens errichtete Arbeits- und Konzentrationslager, vor allem die Lager Sedet, Nováky und Vyhynie, deportiert. Die slowakischen Behörden transportierten die Juden dann zur Grenze des Generalgouvernements des Deutschen Reiches und übergab sie der deutschen SS und Polizei. Einer der Hauptverantwortlichen für die Deportationen der slowakischen Juden in die Nazi-Konzentrationslager im von Deutschland besetzten Polen war Wojtek Duka, der slowakische Premierminister. Die Hlinka Garde, die slowakische Staatspolizei, beteiligte sich äußerst bereitwillig an den Deportationen. Die Opfer wurden nur wenige Stunden vorher gewarnt, um sie an der Flucht zu hindern. Schläge und Zwangsrasuren waren an der Tagesordnung, ebenso wie das Durchsuchen von Juden nach versteckten Wertgegenständen. Manche Mitglieder der Hlinka Garde nutzten ihre Macht aus und vergewaltigten jüdische Frauen.
1942 hielt Josef Tiso eine Rede, in der er die anhaltenden Deportationen slowakischer Juden rechtfertigte. Hitler kommentierte diese Rede mit den Worten: "Es ist interessant, wie dieser kleine katholische Priester Tiso uns die Juden schickt." Praktisch alle der deportierten slowakischen Juden wurden in Auschwitz, Majdanek, Sobibor und anderen Orten im von Deutschland besetzten Polen ermordet. Nur 300 von ihnen überlebten. Unter ihnen waren Alfred Wetzler und Rudolf Wirba, die im Frühling 1944 aus Auschwitz flohen und den ersten detaillierten Bericht über die dortigen Vorgänge verfassten, der im Westen verbreitet wurde. Juden, die nicht deportiert wurden, bekamen eine Ausnahmebescheinigung des Präsidenten, da sie für die Kriegswirtschaft unabkömmlich waren. Während Tisos Präsidentschaft zahlte der slowakische Staat für jeden deportierten Juden 500 Reichsmark für die sogenannte Umschulung und Unterbringung. Insgesamt zahlte der slowakische Staat Nazi-Deutschland 10 Millionen Reichsmark für die Ermordung seiner Bürger, der slowakischen Juden in den Vernichtungslagern der Nazis. Während der Deportationen konnten etwa 6000 slowakische Juden nach Ungarn fliehen. Als der päpstliche Nuntius die Regierung Tiso darüber informierte, dass die deutschen Behörden die slowakischen Juden im von Deutschland besetzten Polen ermordeten, zögerte der slowakische Präsident zunächst und weigerte sich schließlich im Herbst 1942, die übrigen 24.000 Juden in der Slowakei zu deportieren. Einem Bericht des SD, dem Geheimdienst der SS zufolge, heißt es, dass der Grund für den plötzlichen Stopp eine von Tuka am 11. August 1942 einberufene Sitzung war. In dieser Sitzung erklärten Tuka und ein Generalsekretär der Industriegewerkschaft den Ministern, dass die slowakische Wirtschaft die weitere Deportation von Juden nicht verkraften könne, woraufhin der Rat den Stopp anordnete. Zwischen März und Oktober 1942, während der Deportationen, wurden praktisch alle der deportierten slowakischen Juden in Auschwitz, Majdanek, Sobibor und anderen Orten im von Deutschland besetzten Polen ermordet. Wojciech Tuka beteiligte sich an den Plünderungen jüdischen Eigentums. 1997 veröffentlichte die Schweizerische Bankiervereinigung eine Liste der schweizerischen Bankkonteninhaber während des Zweiten Weltkriegs mit ruhenden Konten. Auf dieser Liste stand auch Wojciech Tuka. Bis 1943 hatte sich Tukas Gesundheitszustand so weit verschlechtert, dass er seine politischen Aktivitäten weitestgehend eingestellt hatte und für 1944 plante er seinen Rücktritt. Obwohl der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop darauf bestand, dass er trotz seines schlechten Gesundheitszustandes im Amt bliebe, trat Tuka am 5. September 1944, ein paar Tage nach Ausbruch des slowakischen Nationalaufstandes, zurück. Der slowakische Nationalaufstand begann am 29. August 1944, als der slowakische, kommunistische und nicht-kommunistische Untergrund sich gegen das Tiso-Regime auflehnten und sowjetische Truppen in die benachbarte subkarpatische Russ einrückten. Da die Regierung Tiso nicht dazu in der Lage war, den Aufstand niederzuschlagen, kamen deutsche Truppen zu Hilfe. Die Einsatzgruppe H, mobile Todesschwadronen der Nazis, zu deren Aufgaben es gehörte, die restlichen slowakischen Juden zusammenzutreiben und zu töten oder zu deportieren, begleitete die Wehrmacht in die Slowakei. Zwischen September 1944 und Ende des Jahres deportierten die deutschen Einheiten etwa 12.600 slowakische Juden. Die meisten von ihnen nach Auschwitz, Theresienstadt und andere Lager in Deutschland. Nur etwa die Hälfte von ihnen überlebte. Einige tausende Juden, die sich in der Slowakei versteckt hielten oder mit den Partisanen kämpften, wurden von den deutschen oder den slowakischen Chlinka-Wacheinheiten getötet. Der slowakische Nationalaufstand dauerte von August bis zum 28. Oktober 1944. Am 30. Oktober desselben Jahres zeichnete Josef Tiso persönlich in Banská Bystrica in der Slowakei deutsche Soldaten aus, die den Aufstand brutal niedergeschlagen hatten. Insgesamt deportierten die deutschen und slowakischen Behörden mehr als 70.000 Juden aus der Slowakei. Die Deutschen ermordeten mehr als 60.000 von ihnen. Am Ende des Holocaust waren mehr als zwei Drittel der 89.000 in der Slowakei lebenden Juden ermordet worden. Als die Rote Armee die letzten Teile der Slowakei erobert hatte, floh Tuka, der bereits einen Schlaganfall erlitten hatte, der ihn an einen Rollstuhl fesselte, wie andere Vertreter des Regimes, zusammen mit seiner Frau Božena, dem Pflegepersonal und seinem Leibarzt nach Österreich, wo er von den Truppen der Alliierten nach der Kapitulation Deutschlands verhaftet wurde.
Am 13. Dezember 1945 wurde er an die Behörden der neu gegründeten Tschechoslowakei übergeben. In Prag folgte eine medizinische Untersuchung, bei der die Ärzte feststellten, dass Duka geistig nicht mehr ansprechbar und völlig passiv war. Daraufhin wurde er nach Bratislava gebracht. Das vorbereitende Verfahren begann im Februar 1946. Komplikationen, aber auch Fragen kamen durch den schlechten Gesundheitszustand Wojciech Dukas auf, der mehrmals im Krankenhaus, in das er eingeliefert wurde, verhört werden musste. Es war nicht möglich, ihn längere Zeit zu befragen, er reagierte nach einer halben Stunde nicht mehr und deshalb mussten seine Verhöre häufig unterbrochen werden. Doch seine Ärzte bescheinigten ihm, verhandlungsfähig zu sein. Der Prozess begann am 29. Juli 1946 und Wojciech Duka wurde in 4 Punkten angeklagt. Dass er als Bürger der Tschechoslowakei und zur gleichen Zeit hoher Vertreter der faschistischen Chlinka-Garde zum Zerfall der Tschechoslowakei nach der Münchner Konferenz beigetragen hätte. Dass er in großem Maße Deutschlands militärische, politische und wirtschaftliche Interessen gefördert habe und zur gleichen Zeit die Kriegsanstrengungen der Sowjetunion und der Alliierten zu schädigen beabsichtigte. Dass er maßgeblich an der Kriegserklärung an die Sowjetunion und die Alliierten beteiligt war. Und der letzte Anklagepunkt beschuldigte ihn, an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt gewesen zu sein. Duka leugnete seine Schuld und behauptete, er habe nie böswillig gehandelt. Im Gegenteil, nach seinen Aussagen handelte er unter dem Druck der Ereignisse und zum Wohle der slowakischen Bevölkerung. Duka erklärte, er sei von dem historischen Irrtum ausgegangen, dass sich die Slowakei nach dem Münchner Abkommen nur durch gute Beziehungen zu Deutschland retten könne. Er argumentierte, er hätte angesichts der historischen Umstände gar nicht anders handeln können und dass er nie die Unabhängigkeit der Slowakei angestrebt hätte. Auf den Vorwurf, er habe sich sogar im Februar 1933 mit Hitler getroffen, entgegnete Duka, er habe nicht gewusst, wen er in Berlin treffen würde. Er leugnete auch, dass er an der Organisation des Gipfeltreffens in Salzburg beteiligt gewesen war oder auch nur daran teilgenommen habe und erklärte, die Verhandlungen seien von deutscher Seite organisiert worden und er habe nur Hitler danken wollen, weil dieser ihm ein Telegramm zum Geburtstag geschickt hatte. Augenzeugen zufolge hatte sich Wojciech Duka praktisch mit dem Prozess abgefunden und sich dem Gebetsbuch und dem Rosenkranz gewidmet. Zu seiner Verteidigung gab Duka häufig an, dass Präsident Josef Tiso mit seinen Handlungen einverstanden war oder zumindest von ihnen gewusst hätte. Während seiner letzten Rede gab Duka zu, dass er durch seine Handlungen Schaden angerichtet habe, bekräftigte aber, immer in der Absicht gehandelt zu haben, im Sinne der Nation zu dienen. Abschließend drückte er sein Bedauern aus und bat das Gericht um Milde, da er ein unglücklicher, harmloser und gebrochener alter Mann sei. Doch seine Lügen halfen ihm nicht, der Gerechtigkeit zu entkommen. Am 14. August 1946 verurteilte das slowakische Nationaltribunal Wojciech Duka zum Tod durch den Strang. Gleichzeitig wurden ihm seine Bürgerrechte aberkannt und sein Besitz beschlagnahmt. Wojciech Duka war 66 Jahre alt, als er am 20. August 1946 im Hof des Landesgerichtsgefängnisses in Bratislava hingerichtet wurde und seine Hinrichtung wurde zu einem Theater des Grauens. Da Duka zu diesem Zeitpunkt praktisch bewegungsunfähig war, wurde er im Rollstuhl zur Hinrichtungsstätte gebracht, von wo er aus unter den Galgen getragen und erhängt wurde. Dukas Hinrichtung begann um 5.38 Uhr morgens und wurde auf eine Weise durchgeführt, dass seine schrecklichen Zuckungen 10 Minuten andauerten, bis er starb. Heute ist Wojciech Duka ein Symbol dafür, wie korrumpierte und pro-faschistische Politiker ein Land mit Hass vergiften und in Gräueltaten verwickeln können, die Schritt für Schritt und ohne Vorhersehen der Folgen zu Terror und Mord führen können. Es wurden keine Tränen für Wojciech Duka vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.